So, hier sind wir wieder, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt alles. Wir werden noch nicht zu 096 gehen. Wir werden jetzt nochmal mit dem Typen der Maske sprechen und schauen, wie der reagiert, wenn wir eigentlich. Ja, wir werden erst mal gucken, was passiert, wenn wir ihn töten. Ich sage nicht, dass das knapp war, aber. Ja, ich wäre jetzt tot, ne? Also mein echtes Ich. Weil ich habe jetzt gerade geblinzelt. Och nee. Ey, sieht hier zu? Lass mich rein. Bist du wieder friendly? Du bist wieder friendly und die Lags sind zurück. Das liegt echt an den Googles. Jetzt hinterlegt noch was. Es sind noch ein paar weitere Night Vision Googles. Ich erinnere mich, das haben wir nämlich schon ein paar davor schon mal gesehen. Und wir haben unseren lieben Freund, der wohl da drinnen diesmal gespawnt ist, bei seinen Brüdern, die fast so aussehen wie er. Da fragt man sich doch gleich, warum die nicht gleich eine Party schmeißen. Alle wieder versöhnt, vereint. Ja, nee, da unten ist ja der Doktor. Ah, nee, wir können jetzt aber den Code probieren. Ach, was heißt der Pappelapappen-Code? Okay. Scheint wohl auch die einzige. Hallo nochmal zusammen. So, das ist 106, ihr werdet das nicht sehen. Jetzt werdet ihr das kurz sehen. Jetzt verschwinden wir die Dimension. Alles klar. Ich habe Scheiße gebaut oder OBS hat Scheiße gebaut, denn ich bin jetzt gerade am Nachsynchronisieren und das für die nächsten 20 Minuten, also für den Rest des Parts. Wenn ich jetzt nochmal hier so drüber sprechen, weil die Aufnahme war relativ in Ordnung und erfolgreich, deshalb würde ich ihn nicht einfach so verwerfen. Ja, leider mein Bad, ich habe es relativ spät gemerkt, aber ich denke. Ah, ja. Hier ist nämlich 096. Hier encountern wir das allererste Mal 096. Also den Typen, den wir nicht anschauen dürfen. Ich gucke da auch gerade nicht hin. Aber die werten Kollegen von NFT oder MTF haben ihn angeschaut. Da seht ihr ihn gerade oben am Bildschirmrand. Sie haben ihn angeschaut, aber versucht zu entkommen. Ja, komm. Hör mal auf zu. Blinzeln wir oder ist das jetzt das Licht? Das weiß man halt nicht, ne? Ja, eine ziemliche Sauerei. Schön. Wissen wir ja, was auf uns zukommt. Die ganzen Gags und Witze, die ich jetzt währenddessen gesprochen habe, während der Originalaufnahme, die kann ich natürlich nicht wiederbringen, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, gehen wir mal rein. Versuchen ihn nicht anzuschauen. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Oder war sehr, sehr vorsichtig. Denn hier gibt es einige Computer und Schalter und die werden wir jetzt nämlich aktivieren. Von Main auf Generator, Power Feed, ja, bitte. Diese Schalter werden nämlich im Late Game oder im Verlauf des Spiels noch eine ganze Menge bewirken. Da ist 096. Keine Angst, der tut uns nichts. Solange wir ihn nicht angucken, aber da können wir mal seine Stelzen sehen und seine krassen Hauer. Ja, High Voltage, Vollpump, ja, volle Kanone, machen wir an. Und der Generator, jetzt wird es ein bisschen laut. Schön, dass wir 096 getroffen haben und dass wir auch das Achievement haben. Wir werden später noch ein paar Sachen mit ihm austesten. Ja, das werden wir tun.
Nehmen wir mal weiter. Auf sicherem Wege. Wir sind ja jetzt in einem Area, da waren wir noch nie. Wir werden uns jetzt auch nochmal ganz genau umschauen. Denn das ist auch der erste dieser komischen Räume, die quadratisch sind. Also die vier Türen haben, wo es weitergeht. Nämlich hier links und hier rechts. Und dahinter auch nochmal. Wir sind jetzt nämlich in einem ziemlich coolen Area. Und das ist der, der Drogenraum. Seht ihr? Cannabis. Auch hier produziert. ich habe gerade 173 bemerkt, weil die Kamera, also immer wenn 173 in der Nähe ist oder hinter der Tür steht, dann haben wir so einen Kameraeffekt. Und der steht da vorne rechts hinter der Tür, die wir komischerweise noch nicht öffnen können. Wir müssen irgendwie was anderes tun. Versuchen es gerade, aber wir können die Tür nicht öffnen. Wie 173 es da wieder reingeschafft hat, weiß ich natürlich nicht. Ergibt sich mir auch nicht. Keine Ahnung. Er kann da einfach überall rein, weil er anscheinend im God-Mode ist. Hier haben wir eine Uniform. Also, ja. Eine Schutzweste, Schutzanzug. Den werden wir auch brauchen. Für das da. Was soll man das ist? Da quillt Gas raus. Theoretisch sollte es halt nicht auf die Gasmaske tun, aber ich glaube auf Hautkontakt ist nicht so gut. Ist nicht so gesund. Deshalb legen wir die mal an. Nicht die Armor JD. Nicht die Armor. Jetzt pack den Navigator weg. Zieh das scheiß Ding an. Du weißt doch, dass du das Ding brauchst. Aber du musst dich jetzt nicht wahrscheinlich schön am Entertain. Welche Nummer hat das? Ich kann es gerade nicht lesen. Ja, keine Ahnung. Ich bin wohl gerade eine ziemliche Pussy gewesen. Ja. Ja. Tür öffnen ist nicht. Ayo. 088 oder 008? 008. Gut, da haben wir uns jetzt entschieden, einfach mal weiterzugehen, was eigentlich auch die beste Entscheidung für alle ist, denn es gibt noch einen viel, viel cooleren Raum, den wir hoffentlich gleich finden und betreten können. Ja, da ist der vierte Raum, von dem ich ja gerade eben schon gesprochen habe. Und ihr seht es auf der Karte, es geht noch ganz, ganz tief weiter hinter diesen Türen. Aber erstmal kommen wir zu dem spannendsten Raum und das ist jetzt der Raum von 106, dem alten Wichser. Dieser Raum ist insofern so interessant, weil wir da drinnen Mechanics brauchen. Das ist das erste Mal. Der Raum ist auch sehr, sehr schön gestaltet, sieht auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr groß aus. Gehen jetzt rein. Jetzt wundere ich mich darüber, dass dieses Gebäude oder dass dieses dieser Quader, dass er schwebt. Weil das ist so, ja, der ist ja an nichts festgebunden oben. Es ist unsichtbar, weil unsichtbare Viecher haben wir ja schon zu Genüge getroffen. Ja, wir rennen mal runter. Und schauen uns mal ganz genau um. Denn dieser Ort ist tatsächlich echt faszinierend. Ihr seht schon, wir haben den Female Breaker, der wird noch wichtig sein. Und links zwei Hebel. Hier ist auch eine Level 5 Karte. Die echt dumm geplaced ist, weil wahrscheinlich kommt man hier auch nur mit der Level 5 Karte rein. Überhaupt, man kommt ja nicht weiter, wenn man die Level 5 Karte nicht hat. Und dann noch eine zugesteckt zu bekommen, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hilfreich sein soll, aber... Ne, falls man seine irgendwie verliert, es gibt ja genug Möglichkeiten. 106, nee, dieser... Ja, 106 oder dieser unendliche Weg. Ja. I would like to hear again state that 106 is not. Es ist
commonly believed, a basic predator on par with an advanced shark, SCP-106 is a sentient being, albeit a totally alien one. SCP-106 appears to be aware of several things beyond to scope of pure instinct and genic memory. SCP-106 consistently breaches at moments where recovery and containment are most difficult. A fox may see his way out of a trap, but only a man will wait for his captors to look away to escape. Da steht so mehr oder weniger drin, was so die Bedingungen sind, damit 1-6 wirklich erscheint und wieder erscheint und was er so kann, so kurz und knapp gehalten. Das wird noch wichtig sein, weil wir in diesem Raum was ganz, ganz Cooles machen können, was wir jetzt gleich feststellen werden. Während diese Aufnahme jetzt gerade hier im Hintergrund läuft, bin ich nur ganz schwach davon ausgegangen. Jetzt habe ich Sicherheit und ich bin auch schon relativ weit in den Aufnahmen. Ich habe schon 3-4 Parts aufgenommen, die ich noch hochladen kann. Ich würde nicht sagen, dass ich mich derzeit von meiner jetzigen Position im Finale befinde, aber ich bin schon recht weit. Wir haben aber noch lange nicht alle SCPs gefunden. So, der Grund, warum ich das hier nicht vorlese, ist ganz einfach, weil ich euch das jetzt sofort oder direkt, wenn der Hampelmann, der das ja alles spielt, mal loslegen würde, dann erkläre ich euch die ganzen Schritte. Blablabla. Genau. Wir sehen hier nämlich einen coolen Mannequin, der liegt da. Und an den Beinen oder Füßen ist so eine Art Stanze. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Aber sollten wir den Femurbreaker betätigen, dann wird der Typ, also ich weiß nicht ganz genau, was mit dem gemacht wird, ihm werden irgendwie die Beine oder die Füße gebrochen. Er wird halt komplett durchgestanzt. Jedenfalls, der wird ordentlich Schmerzen haben. Ja, der wird ordentlich leiden, der Typ. Und wie wir auf diesem Zettel hier gelesen haben, Kappa, und auf dem vorherigen Zettel, wird dadurch 106 angelockt. Das ist der ultimative Bait. Vorher aber müssen wir den Elo LLD, das ist dieser komische Kasten, wo der Typ drin ist, das ist anscheinend so ein besonderes Haus, den müssen wir nämlich jetzt mal ausschalten. Ist dieses Ding aktiviert, kann 106 nicht eindringen. Daraus lässt sich gleichzeitig natürlich auch schließen, dass 106 dort auch nicht hinaus kann, wenn es eingeschaltet ist und wenn er sich darüber befindet. Und genau das ist der Key. Ja, jetzt habe ich den. Ja, jetzt habe ich das Ding da angeschaltet. Jetzt hören wir den. Der geht. Also, ich persönlich höre ich das gerade nicht, aber er geht einen ziemlich auf die Eier. Deshalb beleidigt den wahrscheinlich gerade bis zum Tode. Ja, unsere Aufgabe ist es nämlich, 1-6 gefangen zu nehmen. Das können wir hier machen. Das ist auch unsere Aufgabe. Dafür gibt es jetzt quasi zwar keinen Erfolg. Vielleicht steht das da nochmal irgendwo am Ende. Ja. Mit dieser Maschine können wir 1-6 einfangen. Da sind wir auch endlich mal befreit von seiner komischen Scheißdimension. Denn der Typ, der taucht so oft auf. Abgesehen von diesem Raum. Das wird euch auch. Es wird euch vielleicht auch schon aufgefallen, weil ein 1-6 respawnt in seinem eigenen Raum nicht einfach so unter uns. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir die Bedingungen erfüllen, dass 1-6 ständig hinter uns her ist, um uns zu jagen. Denn eigentlich sind wir ja weder verletzt noch sonst irgendwas. Den Typen werden wir allerdings verletzen, damit der Typ gebaitet wird. Wir werden den Femurbreaker betätigen, damit 1-6 hineinkommt. Denn das Electro blablabla Management ist ausgeschaltet, das heißt, er kann rein. Und sobald er sich drin befindet, schalten wir das Electro DLL blablabla Management wieder ein, sodass das Ding schwebt. Und dann wird 1-6 unmöglich in der Lage sein, wieder rauszukommen. Das ist der Plan. Und durch die schicke Kamera, wo wir jetzt gerade nicht hingucken, dort können wir auch beobachten, wann und ob er da drin ist vor uns. Das kann man sehr, sehr gut beobachten. Ach ja, speichern kann man da auch noch. Beobachtet das Klemmbrett mal, das da unten noch auf dem Boden liegt. Beobachtet das einfach mal.
Gut. Ja, wir haben das Ding jetzt gerade abgeschaltet. Ich bin wohl gerade eben noch am Mutmaßen, ob das wirklich richtig ist, was wir da so tun. Genau, wir werden das noch nicht in diesem Part tun. Wir haben in etwa schon rausgefiggert, was wir hier tun können und tun werden. Allerdings werden wir in diesem Part nicht mehr 1 zu 6 einfangen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir nochmal in die Pocket Dimension möchten. Wir möchten nochmal in die Pocket Dimension gehen, um zu überprüfen, was es dort noch zu holen gibt. Wir haben dort einmal die Burnt Note gefunden. Da der Code da drauf, den habe ich schon längst benutzt von meinem momentanen Standpunkt. Der war auch ganz nützlich. Aber von diesem Part aus gesehen möchte ich nochmal in die 106 Welt, in die Pocket Dimension. Weil so oft wie der spawnt, und ganz ehrlich, das muss irgendeinen Nutzen haben, das muss irgendeinen Grund haben, dass der so oft spawnt und ständig hinter uns her ist. Der will doch irgendetwas von uns. Irgendetwas müssen wir gegen den tun. Und wenn wir jetzt diese alte Maske jetzt nicht hätten, wo wir in die Zwischendimension gehen können, um 106 zu dodgen, dann wäre das echt schlimm gewesen. Sowohl für mich als auch für das Let's Play. Man muss aber überlegen, diese Maske für diese Zwischendimension, die gibt es ja. Ich weiß nicht, wie lange gibt es die? Die wird es ja wohl nicht schon ewig gegeben haben. Also, als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, gab es sie definitiv nicht. Also 06, 07 circa. Und da ist der schwarze Typ ständig gespawnt. Und die einzige Möglichkeit, den schwarzen Typen zu entkommen, war wegzurennen, bis er irgendwann einfach weg war. Aber früher konnte er auch nicht einfach so durch Wände durchlaufen. Also durch Wände durchlaufen konnte er schon, aber wenn du ihn zum Beispiel abgeschüttelt hast, dass er in der Wand hinter dir oder vor dir oder aus dem Boden dann nochmal erscheint oder irgendwie sowas. Ja, der hatte damals halt noch nicht solche Tricks. Der ist einfach straight hinterher gelaufen und wenn du weit genug gerannt bist, dann ist er disappeared. Das tut er hier, glaube ich, nicht mehr. Aber dafür haben die auch Abhilfe geschafft. So, wir haben uns hier unten nochmal umgeschaut. Hier gibt es allerdings nichts Besonderes. Man kann sich das nur nochmal genauer anschauen, wie das so ist. Hier wird auch nie irgendetwas sein, auch wenn wir 1.6 eingefangen haben. Wird sich dort nichts verändern. Leider. Also gehen wir mal weiter. Und ich denke mal auch und hoffe auch mal, dass wir hier jetzt ganz rausgehen. Denn eigentlich gibt es hier nichts mehr zu tun. Und habt ihr aufgepasst? Ja, das Klemmbrett ist nämlich weg. Und das andere Node auch. Das sehen wir jetzt. Festgestellt haben wir es wahrscheinlich schon früher. Also innerhalb des Let's Plays. Wo ich nicht spreche, theoretisch. Praktisch, ja. Jetzt verzieh dich endlich mal. Da drinnen gibt's nichts. Es gibt nichts mehr für dich zu tun. Habe ich echt so lange gelabert? Laber ich wirklich so viel? Laber ich wirklich so viel? Bin ich eigentlich scheiße? Ja, das Ding aktivieren wir jetzt nochmal, damit das jetzt genauso ist wie gehabt. Speichern nochmal. Ärgern uns darüber, dass der Kamerabug wieder da ist und dann verpissen wir uns von hier und werden das nochmal genau überall umschauen. Oder wir testen, das weiß ich jetzt nicht mehr, oder wir testen 096 direkt aus. Das kann gut sein, dass wir das jetzt machen. Entweder wir gehen jetzt nochmal zu der Cannabispflanze da oder wir gehen zu 096 und probieren den direkt mal aus, was er so kann. Denn da habe ich schon was Cooles vorbereitet, eine coole Idee gehabt. Aber anscheinend steht uns 173 mal wieder im Wege. Oder auch nicht. Könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, egal aus welchem Standpunkt oder Zeitpunkt, was so euer Lieblings-SCP ist und was euer Hass-SCP ist. Wir sind ja schon in diesem LP auf einige getroffen, auf einige gestoßen. Einige waren cool, einige davon weniger cool, einige waren nützlich. Beeindruckt, am meisten beeindruckt hat mich immer noch das Skull. Das fand ich immer noch echt wahnsinnig krass.
was der so drauf hatte. Obwohl, wir hatten im letzten Part, also der jetzt bereits, also Part 16, da müssten wir ja schon mal auf die Maske getroffen haben. Der hat mich tatsächlich sogar schon ein bisschen mehr weggehauen. Die fand ich auch ziemlich cool. Könntest du nachvollziehen, warum? Das liegt daran, dass wir im letzten Part nicht viel mit dem gemacht haben. Wir gehen nochmal zu dem zurück später. Hier ist ja auch noch die Entrance Zone. Der Lockdown, ist der Checkpoint down? Ja, der Checkpoint ist noch down. Das beheben wir später, damit dieser Checkpoint aktiviert ist und wir durchgehen können. Und dort hinter, wenn wir in die Entrance Zone kommen, dann fängt die Scheiße erst so richtig an zu dampfen. Dann geht es richtig los. Dann fängt das Spiel auch nochmal an, so richtig, richtig schön schwer zu werden. Und genau das ist auch der Teil, wo ich mich jetzt gerade, also von meinem momentanen Standpunkt befinde. Ich versuche jetzt irgendwie gerade in die Entrance Zone zu kommen und, ich will ja nicht spoilern. Schaut es euch selber an. So, jetzt ziehen wir auch endlich den Anzug an und gehen hinein. Drücken den Button, oder auch nicht. Button drücken, sehr schön. Und rein mit uns. Wir sehen, da hinten ist ein Node und man kann da rein. Jetzt wundern wir uns nämlich, wie wir da überhaupt reinkommen. Wir kommen da nämlich nur rein, wenn wir... Ja. Ausziehen ist sehr clever. Also wie gesagt, ich fand den Typen mit der Maske sehr, sehr cool. Wir werden mit dem in den folgenden oder kommenden Parts im nächsten und ich glaube im übernächsten auch noch eine Menge mit dem machen. Eine Menge ausprobieren. Der Typ ist super witzig und super unterhaltsam. Umgehauen hat mich der Skull sehr, 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 sehr hart. Das fand ich sehr, 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 sehr krass. So, das selbst zu spielen. Wir haben jetzt das Ding zugemacht, by the way. Ich weiß nicht ganz genau, was das bringt, aber wir haben es zugemacht. Und dadurch haben wir jetzt auch, wir können das Note nicht aufheben, weil das Spiel jetzt mal wieder besser weiß und genau weiß, was wir wollen, anscheinend. Aufheben, dankeschön. Ja, wir haben auch noch den Zettel mitgenommen, damit ich nicht vergesse, was wir zu tun haben, wenn wir später 1 oder 6 einfangen. Mein absoluter Hass-SCP, ich denke, das dürfte ja wohl klar sein, wer das ist. 1 oder 6. Völliger Bastard. Und ich bin auch jetzt fertig mit dem Synchronisieren, sehe ich gerade. Wir speichern jetzt nämlich und verabschieden uns. Und damit verabschiede ich mich auch von meinem jetzigen Standpunkt. Bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns... Ja, sehen ist halt... Wir sprechen uns im nächsten Part, wo wir sehr viel mit der Maske tun werden. Und mit 006. Also, bis dann. Ciao.